Der Ausweis im Scheckkartenformat. Seit dem vergangenen Montag kann der neue Personalausweis beantragt werden. Und beispielsweise hier beim Memminger Einwohnermeldeamt wird der neue auch ganz gut angenommen. Rund 95 Anträge in 3 Tagen. Viele wollten letzte Woche aber auch noch den alten haben. Denn der neue ist zwar klein und schick, dafür aber teuer. Statt 8 Euro kostet ein Personalausweis jetzt bis zu 28,80 Euro. Und wer aufs Amt geht, sollte auch mehr Zeit mitbringen. Ja, der Beantragungsvorgang, der dauert natürlich länger wie bisher. Ja. Es sind mehrere Sachen zu klären. Der Bürger ist zu informieren über die neuen Funktionen und er muss eben entscheiden, will ich Fingerabdrücke abgeben oder nicht. Die Entscheidung oder die Abgabe der Fingerabdrücke ist freiwillig. Er wird informiert über die Online-Funktion und er bekommt ein Informationsheftchen ausgehändigt. Ob der Fingerabdruck auf dem Chip im neuen Personalausweis gespeichert wird oder nicht, kann man also selber entscheiden. Ein Muss ist dagegen das biometrische Passfoto. Neben der klassischen Ausweisfunktion kann man mit dem neuen Personalausweis, der fast schon ein Minicomputer ist, jetzt auch online shoppen und digital unterschreiben, wenn man ein spezielles Lesegerät hat. Ja, Sie können ihn im Internet benutzen. Diese Online-Funktion hilft Ihnen, wenn Sie im Internet tätig sind, wenn Sie da Geschäfte tätigen, wenn Sie mit Diensteanbietern in Kontakt treten. Das ist eigentlich so die große Neuigkeit des Personalausweises, abgesehen vom Format. Ja, er hat ja jetzt ein Scheckkartenformat, passt damit besser in den Geldbeutel. Die sogenannten eID-Funktionen können aktiviert werden, müssen aber nicht. Bekommen Sie viele Fragen zur Sicherheit? Das war ja ein großes Thema vor der Einführung. Bisher eigentlich nicht. Ja. Vielleicht ändert sich es noch bei der Aushändigung dann, aber bei der Beantragung, vielleicht haben sich die Bürger bereits informiert. Die Anträge laufen, bald sollen die ersten neuen Personalausweise dann auch fertig sein und an die Bürger ausgegeben werden. Gültig sind die neuen Personalausweise übrigens 10 Jahre lang.